So, hallo und grüß Gott. Ich bin Roland Dess von der Firma Dess Mototech. Und wir wollen jetzt heute mal eine V7 850 Euro 5, die V7 Stone abstimmen. Genau. So. Und da haben wir jetzt mal schon verschiedene Läufe durchgefahren. Und dann die Spritkennfelder angepasst und auch hier haben wir jetzt auch die Lambda-Regelung, der Kunde wollte das, die Lambda-Regelung deaktiviert, damit die untenrum dann wirklich wunderschön läuft. Genau, wir haben jetzt hier mit unserem Alientech-Flasher das Mapping aufgespielt, das geänderte. So, und dann bauen wir das jetzt mal ab. Wenn wir das hier vom Fahrzeug trennen, dann können wir hier das abbauen. So. Dann haben wir hier einen DNA-Luftfüller. Sportluftfüller eingebaut mit offenem Luftfüllerdeckel, damit die mehr Luft bekommen, damit wir hier mehr Drehmoment generieren können. So, dann machen wir die Sitzbank drauf. Genau, und wichtig dabei ist, wir haben jetzt extra eine originale Krümmanlage. Also die Außenhülle weggemacht, damit wir die originale Lambda-Sonde müssen wir weiter verwenden und unsere Messsonde hier vom Prüfstand, damit wir die sauber platzieren können auf jeder Seite. Genau, und hier haben wir jetzt das Ganze mit einem Mistral-Schalldämpfer komplettiert. Genau, also wir haben das Ansaugsystem verändert mit dem offenen Luftfilterdeckel und dem Sportluftfilter und eben die Auspuffanlage jetzt nur mit den Mistral-Schalldämpfern. Gut, ich würde sagen, dann machen wir mal eine Messung, fahren wir das Ganze mal durch. Genau.
So, sind wir nur mal exemplarisch kurz Vollgas durchgefahren. So tun wir natürlich jede Drosselnabe von dem kompletten Kennfeld, fahren wir so ab und stimmen die ab, damit die in jeder x-beliebigen Gasstellung den optimalen Lambda-Wert hat und somit optimal im Gas hängt. So, wenn ihr Fragen dazu habt, also wir werden da jetzt für die V7 850 noch mehrere Mappings machen, auch für Originalauspuff. Und bei Fragen einfach per E-Mail an info@des-motortech.de oder im Shop gucken, das wird jetzt aber noch ein paar Wochen dauern, bis wir da was drin haben. Dann vielen Dank, ich hoffe, das war interessant für euch und vielen Dank. Ciao.